Sehr oft kennen die Menschen Freud, als ob er eine Ikone oder ein Idol wäre. Entweder lieben sie ihn oder sie hassen ihn, anstatt die Ideen zu beurteilen, die er entwickelt hat. Freud ist nicht nur eine historische Persönlichkeit, sondern er hat die Kultur auf einzigartige Weise beeinflusst. Er sagte, er habe den Schlaf der Welt gestört. Freud wird nach wie vor gelesen und gilt immer noch als einer der provokantesten Autoren unseres Jahrhunderts, die über Psychologie und Gesellschaft geschrieben haben. Die Psychoanalyse ist erstens eine Methode zur Erforschung unbewusst seelischer Vorgänge. Zweitens eine daraus abgeleitete Behandlung seelischer Störungen und drittens eine Theorie. Die Psychoanalyse ist eine Schöpfung mit Elementen der Wissenschaft, der Poesie und der Literatur. Ein Künstler, der an neurotischen Störungen leidet, kann nicht arbeiten, schreiben oder malen und hat eine sehr seltsame Sicht der Welt. Man wird nicht geheilt, man lernt, besser mit seinen Neurosen zu leben. Live together with your neurosis in a better way. Die Leute kommen zur Psychoanalyse, weil sie mit ihrem Leben unglücklich sind. Unglücklich mit ihren Beziehungen und unglücklich darüber, dass sie nicht imstande sind, ihre Kreativität in ihrer Arbeit oder in ihrer Kunst oder in ihren Beziehungen allgemein auszuleben. Ich hätte mehr aus der Analyse lernen können, als ich es getan habe. Ich hätte mich mehr ändern können. Meine Damen und Herren, eines Tages machte man die Entdeckung, dass die Leidenssymptome gewisser Nervöser einen Sinn haben. Daraufhin wurde das psychoanalytische Heilverfahren begründet. In dieser Behandlung ereignete es sich, dass die Kranken anstelle ihrer Symptome auch Träume vorbrachten. Somit entstand die Vermutung, dass auch diese Träume einen Sinn haben. Mit dem Sinn der Träume setzte sich der Nervenarzt Dr. Sigmund Freud in der Mitte seines Lebens intensiv auseinander. Mehr als 5 Jahre arbeitete er an der Traumdeutung. Sie ist Schlüssel zu seinem Werk und erschien mit dem Traumdatum 1900. Freud deutete nicht nur die Träume von Patienten, sondern vor allem seine eigenen. Die Traumdeutung blieb für ihn die Via Regia zur Kenntnis des Unbewussten im Seelenleben. Das, was heute noch an der Traumdeutung, die die meisten von uns als Freuds Meisterwerk ansehen, relevant ist, ist die von ihm entwickelte Methode zum Verständnis des Unbewussten. Wie unser Unbewusstes im manifesten Trauminhalt, in den Erinnerungen an unsere Träume und in den Berichten darüber in Bewusstes umgewandelt wird. What is called the manifest content of dreams, dreams as we dream them or as we remember them or as we report them. Ja, sicher, ich habe meine Träume angebracht und über sie gesprochen. Ich habe nach wie vor interessante Träume. Jeder hat, glaube ich, interessante Träume. Es ist nur die Frage, ob man sich erinnert und sie aufschreibt. Haben Sie Ihre Träume analysiert? Sie wurden mitunter in der Analyse verwendet. An sich sind die Träume vermutlich nicht besonders wertvoll, sondern nur dann, wenn der Analytiker sie zu den Problemen im Wachzustand und im bewussten Leben in Beziehung setzen kann. Ich glaube, ähnliche Mechanismen, wie sie beim Verdrängten in unserem Unbewussten maßgeblich sind, spielen auch bei der Sprache und bei vielen kulturellen Phänomenen eine Rolle. And of many cultural phenomena as well. Es war im Wienerwald. Nur wenige Meter neben der Himmelstraße, die von Grinzing hinaufführt, lag das Schloss Bellevue. Freud verbrachte hier seinen Urlaub. Der einsame Platz über Wien ist immer noch ein magischer Ort. Hier hatte der Seelenforscher seinen Traum von Irmas Injektion. Er wurde die Basis für seine Traumarbeit. Während der Beschäftigung mit dem Buch schrieb Freud an seinen Freund Wilhelm Vlies: Glaubst du eigentlich, dass an dem Haus, der einst auf einer Marmortafel zu lesen sein wird, hier enthüllte sich am 24. Juli 1895
dem Dr. Sigmund Freud das Geheimnis des Traums? Wir wenden nicht mehr so viel Zeit für die Traumdeutung auf wie Freud, obwohl die Analytiker sehr verschieden sind und jeder etwas anderes macht. Aber ich glaube, das Schwergewicht hat sich von den Träumen wegverlagert. Nicht, weil wir meinen, dass die Träume nicht wichtig sind. Sie sind wichtig, aber sie haben nicht mehr den prominenten Stellenwert wie bei Freud. Innerhalb von 5 Jahren zwischen 1895 und 1900 erschienen bahnbrechende Schriften des Arztes und Forschers. Das Wien der Jahrhundertwende war das kulturelle Umfeld, in dem Freud die Grundlagen seines Werkes schuf und den Begriff Psychoanalyse prägte. Ich glaube, dass im Wien der Jahrhundertwende doch ein spezielles intellektuelles Klima war. Auch ein Klima des Widerstands gegen solche Ideen. Und es ist ja in dieser Zeit in Wien gar manches sonst noch entstanden, wenn man den Wiener Kreis denkt, an logischen Positivismus, an Mach und an die Kunst, an die Literatur. Das war eine ungeheure Blütezeit, an der vor allem jüdische Intellektuelle und Künstler beteiligt waren. Das sieht man auch nicht so gern. Ne? Ich bin am 6. Mai 1856 zu Freiberg in Mähren geboren, einem kleinen Städtchen der heutigen Tschechoslowakei. Meine Eltern waren Juden. Auch ich bin Jude geblieben. So lakonisch beschrieb der alte Freud Jahrzehnte später seine Herkunft. 1860 war er mit seiner Familie, Mutter Amalie und Vater Jakob, einem Wollhändler, nach Wien gekommen, mit jener Welle jüdischer Zuwanderer, die aus dem Osten der Monarchie in die Metropole strömte. Sigismund, später Sigmund Freud, in der Familienbibel war er als Schlomo eingetragen, zog mit seinen Eltern jenseits des Donaukanals in den zweiten Wiener Gemeindebezirk. Es war ein traditionell jüdisches Viertel, Matzesinsel genannt, nach dem koscheren, ungesäuerten Brot. Wien war zu der Zeit die Hauptstadt eines Vielvölkerstaates, ein Schmelztiegel, in dem die Nationalitäten der Monarchie aufeinandertrafen. That's when Vienna began to... Das war die Zeit, als Wien und seine politische Umgebung und die Gesellschaft besonders stark auf Freud einzuwirken begannen. So stark, dass er als Bub Politiker werden wollte. Das war 1867, als dieser Weg zum ersten Mal Menschen jüdischer Abstammung offenstand. Aber als sich die Dinge änderten und er den Fortbestand und das Wiederaufleben des Antisemitismus sah, wandte er sich einer anderen Richtung, der Wissenschaft zu. And he began to see the persistence and indeed re-emergence of anti-Semitism. Then he turned in other directions, became more scientific. Der junge Sigmund hatte stets Klassenbester das Leopoldstädter Gymnasium auf der Taborstraße absolviert. Es war ein klassischer Bildungsweg. Seine Abschlussarbeit behandelte einen Vers aus König Ödipus von Sophokles. Freud hatte in der Schule Griechisch, Latein, Französisch und Englisch gelernt. Freud war ein umfassend gebildeter Mensch. Er wollte schon früh in seinem Leben jemand werden, der intellektuell etwas Großes schaffen würde. Er dachte daran, Philosoph oder Romanschriftsteller zu werden. Er schrieb Gedichte. Er wollte immer schreiben. Und er hat immer geschrieben. Freud liebte Hannibal, weil er gegen Rom gekämpft hatte. Er liebte und bewunderte Darwin. Er bewunderte viele britische Wissenschaftler, wie zum Beispiel Huxley. Freuds Denkweise war überhaupt nicht typisch deutsch oder österreichisch. Er war sehr englisch, empirisch, antimetaphysisch und so weiter. Empirical, antimetaphysical, and so on. And of course he read English all the time. He knew Shakespeare, for example, very well. Freud kannte Shakespeares Werke sehr gut und zitierte ihn ständig. Er las auch populäre Wiener Autoren wie Nestroy und er erzählte häufig Wiener Witze. Nach dem Studium der Medizin an der Wiener Universität, unter anderem am Zoologischen Institut von Karl Claus und als langjähriger Assistent am Physiologischen Institut bei Ernst von Brücke,
begann der 25-Jährige als stellvertretender Sekundararzt am Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Es wurde bis 1885 seine Arbeits- und Wohnstätte. Freud arbeitete turnusgemäß in vielen Instituten dieses riesigen, verschachtelten Baukomplexes. Das AKH, so die Abkürzung für die damals größte medizinische Einrichtung der Habsburg-Monarchie, ist seit kurzem ein Universitätscampus mit Restaurants und Geschäften. Vor dem ehemaligen Narrenturm können Touristen den Spuren Freuds in seinen medizinischen Anfangsjahren folgen. Das heutige Institut für Slawistik war einst ein Arbeitsplatz des jungen Arztes. Einblicke in die Zeit seiner frühen Forschung geben vor allem Freuds Liebesbriefe an seine Verlobte Martha Berneis. Sie war die Enkelin eines Hamburger Rabbiners. Zwischen Hamburg und dem Allgemeinen Krankenhaus in Wien herrschte ein reger Postverkehr. Mein teures, heißgeliebtes Mädchen, mein kleines Prinzesschen, mein herziges Weibchen. Und 6 Monate vor der Hochzeit ein Brautbrief mit dem Satz: Der Kampf mit Wien ist also im besten Gange. Der Boden Wiens ist immer ein schwieriger gewesen, nicht nur für die Psychoanalyse. Die allgemeine Haltung, naja, wer war's und so, die ist ja immer gewesen. Die ist ja vielen neuen Wissenschaften entgegengebracht worden. Nur die Eigenart der Psychoanalyse, die ja nicht nur Psychotherapie-Methode ist und eine Forschungsmethode, die so unbewusst ist, sondern auch eine Kulturtheorie, die hat es für sie besonders schwer gemacht und macht es noch immer schwer. Freud war ein komplizierter Mensch, wie viele andere auch. Er war ein Bürgerlicher des 19. Jahrhunderts und gleichzeitig ein Revolutionär. Freud war zu tiefen Freundschaften und auch zu großen Feindschaften fähig. Er war in vielfacher Hinsicht eine fordernde und autoritäre Persönlichkeit. Er wollte Anhänger. Er wollte seine Vorstellungen ausweiten und die Ideen anderer in sein System mit einbeziehen. Aber er bestand auf seinen eigenen Prioritäten. Berggasse 19, eine Adresse, die Geschichte gemacht hat. Hier eröffnete der Dozent Dr. Sigmund Freud im September 1891 seine Privatordination. Hier schrieb er seine wichtigsten Werke. Hier lebte er 47 Jahre bis zu seiner Emigration 1938 nach London. Die beiden Transportspezialisten verpacken Kostbares, kulturhistorisches, prähistorisches und persönliches aus dem Besitz des Begründers der Psychoanalyse. Die fragile Ladung ist auf dem Weg nach Washington zur bisher größten Ausstellung, die jemals zu Freud konzipiert worden ist. Anschließend geht es in viele Städte der USA und nach Brasilien. Über die Jahrtausendwende kehrt Freud heim. Die Ausstellung mit Leihgaben aus London und Washington wird dann in der Wiener Nationalbibliothek und hier in der Berggasse 19 gezeigt werden. Als Freud in das gutbürgerliche Haus in einem traditionellen Ärzteviertel einzog, lag jahrelange Forschungsarbeit hinter ihm und seine ersten Erfahrungen mit Hypnose und Suggestion bei Professor Charcot in Paris. Freud hat eine Familie gegründet. Er entschloss sich, eine Privatpraxis zu eröffnen, da eine Karriere an der Universität aufgrund seiner jüdischen Herkunft und aus finanziellen Gründen sehr wenig aussichtsreich war. In den erfolgreichsten Jahren seiner Praxis empfing der Nervenarzt bis zu 11 Patienten täglich zur psychoanalytischen Behandlung. Für Forschung, Lesen und Schreiben blieben ihm die Nachtstunden. Um die Zeit entstanden seine Vorlesungsmanuskripte, seine Bücher und seine 4 berühmt gewordenen Krankengeschichten: Der Fall Dora, Der kleine Hans, Der Rattenmann und Der Wolfsmann. Sie werden nicht nur als wissenschaftliche Arbeiten immer wieder gelesen, sondern auch als eine neue Literaturgattung von Dokumentation, Sprache und Dichtung. Das Großartige ist, dass Freud ausgezeichnet schrieb. Er schrieb nicht nur im abstrakten, formalen Sinn sehr gut, er war auch stilistisch ein Meister, der begeistern konnte. Als ihm Thomas Mann für den Literaturnobelpreis vorschlug, tat er das nicht bloß zum Scherz.
Zur Gründung des Museums 1971 wurde eine Dokumentationsausstellung über Leben und Werk Freuds und die Geschichte der Psychoanalyse in seinem ehemaligen Behandlungs- und Arbeitszimmer eingerichtet. Berggasse 19 ist heute ein Diskussionsforum und ein Ort der Forschung für internationale Psychoanalyse. Es geht darum, die aktuellen Entwicklungen in der Psychoanalyse zu dokumentieren, aber auch gleichzeitig auf die Bedeutung der Gründungsgeschichte hinzuweisen. Also einerseits Freuds Schriften, nicht da eine Exegese zu betreiben, sondern aufbauend auf Freuds Schriften die verschiedenen Richtungen, die die Psychoanalyse im 20. Jahrhundert genommen hat, zu verfolgen, aufzuzeigen, zu dokumentieren und in Buchform hier in der Bibliothek anzubieten. Der Bilderfries im Museum, Aufnahmen, die kurz vor der Emigration Freuds gemacht wurden, dokumentiert ein verschwundenes Ambiente. Hier versammelte sich ab 1902 die legendäre Psychoanalytische Mittwochgesellschaft, die später umbenannt wurde in Wiener Psychoanalytische Vereinigung. Hier verkehrten die großen Persönlichkeiten der Psychoanalyse. Shortly after the turn of the century, kurz nach der Jahrhundertwende, als sich Freud von der individuellen Psychoanalyse der kulturellen Psychoanalyse zuwandte, nahm er in seinen Kreis Leute auf, die nicht Ärzte oder Wissenschaftler waren, sondern Musikkritiker, Theaterkritiker, Philosophen. Diese Leute machten etwa ein Drittel der Mittwochgesellschaft, der ersten psychoanalytischen Gesellschaft, aus. Und ich würde sagen, damit begann die Ausstrahlung von Freuds Ideen auf eine breitere Öffentlichkeit. And I should say, that is where the radiation of Freud's ideas to a wider public really began. 1997 wurde in dem neuen Teil des inzwischen ausgebauten Sigmund Freud Museums die Foundation for the Arts etabliert, eine Sammlung internationaler zeitgenössischer Kunst. Die aktuelle Beziehung zwischen Kunst und Psychoanalyse wird an jenem Ort gezeigt, an dem die Psychoanalyse entstanden ist. I began working with Freud. Meine Arbeit mit Freud begann 1981. Ich habe in Museen auf der ganzen Welt gearbeitet und Ausstellungen installiert. Dann kam ich hierher an die eigentliche Quelle und beschloss aufzuhören. Das ist meine letzte Arbeit mit Freud. Als ich in Freuds Schlafzimmer stand, fand ich, das ist der ideale Zeitpunkt zum Aufhören. Freud selbst war ein Vordenker und ein sehr kontroversieller Denker in seiner Zeit. Und er hat Psychoanalyse auf alle Bereiche, sowohl die Kunst, die Gesellschaft, Behandlungsformen, aber Deutung des Lebens insgesamt ausgeweitet. Das heißt, Kunst hier zu integrieren, bedeutet genauso viel wie Giuseppe Sinopoli sprechen zu lassen oder Bernardo Bertolucci, weil sie alle sich mit Psychoanalyse auseinandergesetzt haben. Der italienische Filmemacher Bernardo Bertolucci ist seit 30 Jahren immer wieder auf der Seelencouch. Darüber hat er bei einer Festveranstaltung zu Freuds Geburtstag in Wien berichtet. Seit ich mit der Psychoanalyse vertraut bin, habe ich das Gefühl, eine zusätzliche Linse in meiner Kamera zu haben. Nicht Kodak, nicht Zeiss, sondern Freud. Es ist eine Linse, die einen in die Nähe der Träume führt. Selbst bevor ich Freud kannte, waren für mich Filme immer das, was einem Traum am nächsten kommt. Very close to to dreams. For me, movies, even before knowing Freud, have always been the closest thing you can imagine to a dream. Auch Woody Allen liegt regelmäßig auf der Couch. Dabei hat er nicht, wie manche Künstler, die Angst, seine Kreativität zu verlieren. This was a cliché about psychoanalysis. Vor 50 oder 75 Jahren gab es eine Klischeevorstellung von der Psychoanalyse, dass man nur Künstler ist, weil man neurotisch ist. Und wenn man seine Neurosen los ist, verliert man das Künstlerische. Aber so ist das nicht. Die Neurosen behindern die Kunst. Sie fördern die Kunst nicht, sondern machen sie kaputt. Ein Künstler, der besser in die Gesellschaft integriert ist, hat eine umfassendere Sicht vom Leben
und er kann arbeiten und mit Problemen umgehen. Talent hat nichts mit Neurosen zu tun. Psychoanalyse bedeutet Freiheit des Denkens, nicht von Identifikationen, Zwängen und Vergangenem beherrscht zu sein, sondern frei sein zu denken. Die Psychoanalyse und fast alle ihre Vertreter wurden 1938 vertrieben. Österreich war an Hitler-Deutschland angeschlossen worden. Der Begründer der bis heute viel diskutierten Wissenschaft konnte mit seinem engsten Familienkreis und seinem gesamten Besitz nach London emigrieren. Vier seiner Schwestern mussten zurückbleiben. Sie starben in Konzentrationslagern. Noch vor Sigmund Freud reisten bereits andere Verwandte nach England, darunter sein Enkel Walter Anton Freud. Ich bin aufgewachsen in Wien, wir haben an Franz Josefs Quai gewohnt, Ecke Schottenring, Franz Josefs Quai. Walter Anton Freud musste Österreich mit 17 Jahren verlassen. Seine Ausbildung zum chemischen Ingenieur hat er in England absolviert. Heute lebt er als Pensionist mit seiner dänischen Frau Annette, eine Autostunde von London entfernt. Aus der weit verzweigten Freud-Familie gibt es nur noch wenige, die den berühmten Wissenschaftler persönlich gekannt haben. Das ist, also in der Mitte ist der Großvater her, eine Radierung. Und da sind die Auszeichnungen von meinem Vater, das und das, der im Ersten Weltkrieg da in der österreichischen Armee war. In Wien, da wurden wir jeden Sonntag, meine Schwester und ich, sind in die Berggasse gegangen. Das war natürlich, nicht? Er hat seine Familie furchtbar gern gehabt. Er hat ihnen geholfen, meinen Vater hat er geholfen, den anderen Brüdern, Schwestern und Söhne hat er geholfen. Er war schon etwas alt, nicht wahr? Ich meine, und er war ein strenger Mann. Er hat einen nie so auf ein Knie reiten lassen, nicht? Ja, hopper, hopper, Reiter, wenn er fällt, so schreit er. Das ging nicht, mein Großvater. Und Großmutter Freud? Die war sehr nett, die war ganz besonders nett. Die war sehr realistisch, wissen Sie. Sie hat sich nicht in Theorien vergriffen, sondern in das wirkliche Leben, nicht? Weil sie musste diesen großen Haushalt führen, nicht? Weil da waren massenhaft Leute. Und sie hat das sehr gut gemacht. Der Großvater hat sehr viel Glück mit seinen Frauen gehabt, nicht? Weil er hat vier Frauen gehabt, die auf ihn aufgepasst haben. Seine Gattin, nicht wahr? Dann war seine Schwägerin, die Tante Minna, die geistlich auf ihn aufgepasst hat. Dann war deine Tochter, Anna, und dann war das Dienstmädchen, Paula Fichtel, vier Frauen. Ich glaube, dass Freud die Frauen sehr mochte. Er hat sie nicht immer verstanden, das hat er auch selbst angedeutet. Er schrieb drei berüchtigte Arbeiten in den 20er Jahren und 1931 über die weibliche Sexualität. Sie haben ihn bei den Feministinnen sehr unbeliebt gemacht, aus gutem Grund. Es ist interessant festzustellen, dass die Psychoanalytiker der Gegenwart diese Arbeiten nicht akzeptieren. Sein Argument ist, dass aus verschiedenen Gründen die Frauen ein anpassungsfähigeres, weniger ausgeprägtes Über-Ich haben. Und dass die Frauen mit anderen Worten bessere Lügner sind als die Männer. Das ist empirisch nicht nachweisbar und ist meiner Ansicht nach auch keine theoretische Folgerung aus seiner Arbeit. Andererseits ist die Psychoanalyse eines der wenigen Gebiete, wo Frauen überaus erfolgreich tätig sind. Ein interessantes Paradoxon ist, dass Freud den Beruf des Psychoanalytikers geschaffen hat, der den Frauen sehr entgegenkommt. Maresfield Gardens, Nummer 20, in einer eleganten Londoner Wohngegend. Es ist Freuds letztes Domizil. Hier lebte der damals schon sehr kranke Mann mit Tochter Anna, seiner Frau Martha, mit Schwägerin und Haushälterin aus Wien, die letzten 12 Monate vor seinem Tod. Im nationalsozialistischen Deutschland war er verfemt, in den angelsächsischen Ländern bereits eine Kultfigur. Hier scheint die Zeit stillzustehen. Das Haus ist ein authentischer Platz der Erinnerung.
Alles ist so geblieben wie zu seinen Lebzeiten. Möbel, Antiken, Bücher und Bilder spiegeln in dieser privaten Atmosphäre Freuds Persönlichkeit, seine intellektuelle Welt und den Geist der Jahrhundertwende in Wien wider. Ich würde sagen, die Leute in Großbritannien sind mit Freuds Theorien nicht besonders vertraut. Die meisten sind Postfreudianer. Sie glauben an die Freudschen Begriffe. Sie haben eine Vorstellung vom Unbewussten und von Freudschen Fehlleistungen. Aber viele glauben, dass Freud überholt und veraltet ist. Und sie sehen ihn eher als kalten Intellektuellen. Hier in der Ausstellung sehen Sie seine häusliche Umwelt und erfahren, dass er Hunde und Kinder mochte. Und Sie beginnen sich mehr für seine Theorien zu interessieren. Es überrascht die Leute. Durch die Filme von Freud und seiner Familie, die wir hier zeigen, lernen die Besucher Freud als Menschen und nicht nur als Intellektuellen und Psychoanalytiker kennen. Im Zentrum des Besucherinteresses die Couch, Symbol und wichtigstes Requisit der Psychoanalyse. Ein Sessel steht am Kopfende der Liege. Das ist Methode. Der Analytiker soll nicht im Blickfeld des Patienten sitzen. Der Zugang zum Unbewussten kann nur gelingen, wenn jede Ablenkung ausgeschaltet wird. Die Funktion der Couch hat sich bis in die heutige Zeit erhalten. Ich habe viel über mein aktuelles Leben gesprochen und darüber, was am jeweiligen Tag geschehen war. Ich sprach viel über die Vergangenheit, über meine Eltern, meine Brüder und meine Schwester und über meine Kindheit. Man versucht, eine Verbindung zum aktuellen Leben herzustellen und sieht sich an, inwieweit dieses Leben eine Wiederholung der Vergangenheit ist. Erstmals seit Freuds Emigration nach England geht seine Couch auf Reisen. Wenigstens symbolisch, denn das geheimnisumwitterte Möbelstück, einst das Geschenk einer dankbaren Patientin an den damals noch jungen, schlecht verdienenden Arzt, ist weit über 100 Jahre alt und wohl zu altersschwach, um den Transport in die USA zu überleben. Abtransportiert werden nur der kostbare Perserteppich und die gemütlichen Samtkissen. Auf der Couch lag unter anderem ein junger russischer Aristokrat. Er hatte Albträume von Wölfen, die nachts im Baum vor seinem Fenster saßen. In die Geschichte der Psychoanalyse ist er als Wolfsmann eingegangen. Hier in Mersfield Gardens begegnen wir auch den meisten alten, dreckigen Göttern, wie Freud seine Antiquitäten nannte. In mehreren Jahrzehnten hatte der Professor rund 3000 Stück gesammelt. Den größten Teil hat er mit in die Emigration genommen. Seine Lieblingsfigur war die Pallas Athene. Die göttliche Frau hatte schon zu Freuds Zeiten ihre Waffe verloren. Die alten Götter begleiteten Freud bei der Erforschung der Seele, die sein Zeitgenosse Arthur Schnitzler als weites Land bezeichnet hat. Sigmund Freud starb am 23. September 1939, drei Wochen nach Beginn des Zweiten Weltkrieges. Die Beerdigung fand in Golders Green statt, einem Krematorium nahe der Londoner Innenstadt. Freud hatte 17 Jahre gegen seinen Gaumenkrebs gekämpft und viele schmerzhafte Operationen hinter sich. Der Tod trat durch das von seinem Arzt Max Schur verabreichte Morphium ein. Er gab Freud eine Morphiuminjektion, deren Dosis ausreichte, um ihn zu töten, wie Freud es gewollt hatte. Es war eine Art Sterbehilfe. Ich weiß das, weil ich der Erste bin, der die Aufzeichnungen seines Arztes gelesen hat. Es war ein heroischer Tod, der im Einklang mit Freuds Leben stand. Freuds Asche wurde im sogenannten Kolumbarium, inmitten von Marmor, Alabaster und Metallurnen, in einer griechischen Vase beigesetzt. Hier ruht auch die Asche seiner Frau Martha und seiner Tochter Anna. Viele kamen aus England nach Amerika. In der Literatur heißt es zum Teil, dass England für die Psychoanalytiker nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Amerika war. Natürlich war Amerika im Zweiten Weltkrieg sicherer. America was safer during World War II. In America it was a
In Amerika dominierten die Männer in der Medizin, nicht so in England. Dort waren die großen Analytiker Frauen. Das Problem in Großbritannien war, dass die Psychoanalyse nicht populär genug war. Das Problem mit Amerika war, dass sie dort zu populär wurde. Im September 1909 kam Sigmund Freud zum ersten und einzigen Mal nach Amerika. Er mochte das Land nicht. Es war ihm zu materialistisch, zu optimistisch, zu prüde. Und das Essen hat ihm auch nicht geschmeckt. Amerika, so schrieb er, ist ein großer Fehler. Das ist die am wenigsten attraktive Seite Freuds. Er hat einfach Klischees über Amerika wiederholt, die schon seit Dickens und Stendhal bestanden. Die Amerikaner haben keine Kultur, sie sind laut, sie tragen seltsame Cowboyhüte und spucken viel. Aber sie haben keine Kultur. Völliger Unsinn. Doch nach der Verleihung der Ehrendoktorwürde und 5 Vorlesungen an der Clark University in Massachusetts spürte Freud, wie er notierte, das Ende der Isolierung. Kurz danach wurde die erste amerikanische psychoanalytische Vereinigung gegründet. Nach Wien, Berlin, London und Budapest. Die ersten europäischen Psychoanalytiker emigrierten Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre nach New York. Sie erkannten, dass sich die Situation in Europa verschlechterte. Ende der 30er Jahre waren die Mitglieder der Gesellschaft hier sehr aktiv und gründeten ein Komitee, um Psychoanalytiker aus Europa zu retten. Ich bin in einer kleinen Stadt in Österreich geboren, in Krems an der Donau. Und ich war genügend einsam, dass ich mir dass ich die Bibliotheken besucht habe. Das war sehr gut, dass ich nicht so sozial war und sozial sein konnte als Jude in der Stadt. So habe ich angefangen, viel zu lesen. Und unter anderem habe ich dann Freud gefunden. Und das war für mich, hat mir die Augen geöffnet. Der ist ein Mensch, der versucht, die Sachen zu verstehen, nicht nur zu beschreiben, aber zu verstehen. Nachdem ich in Österreich geboren bin und emigriert habe, sollte ich Ihnen vielleicht sagen, wie ich zum ersten Mal das Wort, den Namen von Freud gehört habe. Ich glaube 12 Jahre alt und ein Freund von mir. Wir waren beide die einzigen Juden in der Klasse. Und eines Tages hat mein Freund mir gesagt, also der Lehrer hat etwas von der Sexualität der Kinder erzählt und hat gesagt, also so ein Gedanke kann eben nur ein degenerierter Jude haben wie Freud. Freuds Erkenntnis, dass bereits Kleinkinder sexuelle Empfindungen und Fantasien haben, hat nicht nur den rassistischen Lehrer in Wien der beginnenden 30er Jahre empört. Das Konzept der infantilen Sexualität stieß ganz allgemein auf großen Widerstand. Und das nicht nur zur damaligen Zeit. Er hat gesagt, die Kinder sind nicht nur sexuell von der Pubertät an, wie alle geglaubt haben, sondern die Kinder sind sexuell und wissen über das Sexuelle und das Vergnügen des Körpers vom ersten Jahr im Leben an. Wenn man sich vorstellt, dass um die Jahrhundertwende einer hergeht und die blondglockigen kleinen Knäbchen und Mädelchen als Wesen mit sexuellen Wünschen, Vorstellungen und Begierden dasteht, das war klar, dass das Anstoß erregen muss. Was er wollte, dass das sexuelle Leben nicht verbunden sein sollte mit den neurotischen Konflikten. Entweder Unterdrückung oder mit der Aggression oder mit der Perversion. Er wollte die Sexualität natürlich herausbringen im Menschen. Was erregt viele Menschen so sehr an Sigmund Freud, schrieb die Washington Post aus Anlass der Freud-Ausstellung in der amerikanischen Bundeshauptstadt. Die klassische Antwort der Psychoanalytiker lautet natürlich, der Grund der Erregung sei nicht Freud selbst, sondern die Probleme und Fantasien seiner Kritiker. Prominente Persönlichkeiten, darunter auch eine Enkelin Freuds, hätten die Ausstellung schon im Vorfeld gerne verhindert.
Sie befürchteten eine ihrer Meinung nach allzu positive Darstellung des Uranalytikers. Kritik an Freud ist vor allem in den USA mittlerweile zum intellektuellen Sport geworden. Die Angriffe auf Freud sind in gewisser Hinsicht eine Reaktion auf die Überbewertung der Psychoanalyse in bestimmten Kreisen Amerikas. Die Schüler und Anhänger Freuds haben viele Fehler gemacht. Sie haben lange, 50 Jahre hindurch, versucht, die Psychoanalyse als ärztliches Monopol zu erhalten. Das widersprach nicht nur den Absichten Freuds, sondern auch dem gesunden Menschenverstand. Sie versuchten, eine orthodoxe Lehrmeinung einzuführen, so als ob es sich um eine Kirche oder ein Dogma handelte, was die Psychoanalyse nicht ist. Sie machten sie viel zu teuer. Die Psychoanalyse, die sich einst Leute des Mittelstandes leisten konnten, wurde unerschwinglich. Nur wenige Leute sind in regelmäßiger psychoanalytischer Behandlung. Niemand kann sie sich leisten. Fast die einzigen, die regelmäßig in psychoanalytischer Behandlung sind, sind in Ausbildung befindliche Psychoanalytiker. Im Oktober 1998 hielt Freud Einzug in die Ausstellungsräume der Library of Congress. Diese größte Bibliothek der Welt besitzt den Hauptteil aller Schriftoriginale des Begründers der Psychoanalyse, darunter Briefe, Dokumente und Krankengeschichten. Das interkulturelle Projekt zwischen Washington, London und Wien wird unter dem Titel Freud, Kultur und Konflikt präsentiert. Für Freud war der Konflikt der Schlüssel zur Seele. Es gibt keine Zeit im Leben ohne Konflikt, wo alles ruhig und einfach ist. Er befand sich immer im Konflikt und hatte eine tragische Vision. Man löst einen Konflikt und handelt sich den nächsten ein. Es gibt nie einen normalen Platz zum Ausruhen. Die intellektuell Interessierten finden hier viel Interessantes und Aufregendes. Und ich hoffe, es gibt auch emotionell ansprechende Bereiche in der Ausstellung. Ich glaube, es ist eine sehr menschliche Ausstellung. Es geht um Dinge, die uns alle interessieren. Das ist meiner Meinung nach der Grund dafür, dass die Psychoanalyse allgegenwärtig ist. Der Großteil der Bibliothek des Freud-Archivs ist für Forscher zugänglich, aber die Öffentlichkeit hat bisher nicht viel davon zu Gesicht bekommen. Die Idee war also eine Art Coming-out-Party für die Freud-Sammlung. Das ist der Rattenmann. Das Besondere an diesem Fall ist, dass dies der einzige Patient Freuds ist, von dem die Notizen, die Freud während der Analyse machte, erhalten sind. Es ist der einzige Fall, von dem die Originalaufzeichnungen Freuds erhalten sind. Sie befinden sich hier in der Sammlung der Bibliothek. Im Wolfmann-Fall ist die Perspektive eine völlig andere, weil der Wolfmann seine Sammlung der Library of Congress schenkte. Er war ein Künstler und malte 1920 während der zweiten Analyse mit Freud ein Selbstporträt. Bemerkenswert ist auch die Zeichnung, die er von seinem Traum anfertigte. In den Fallstudien liest man über Menschen mit enormen Problemen. Aber es sind auch Probleme, mit denen man sich identifizieren kann. Was anderen an einem anderen Ort widerfahren ist, könnte einem auch selbst widerfahren. Ich denke, Freuds Texten wird es so gehen wie anderen großen Büchern des 19. Jahrhunderts. Sie werden von Leuten gelesen, die Bücher lesen, um sich neue Ideen und neue Gedanken zu holen. In dieser Hinsicht wird Freud Geschichte, und das ist gut so. Ich glaube nicht, dass es gefährlich ist. Die Ausstellung beginnt mit dem Hysteriefall Bertha Pappenheim, bekannt unter dem Namen Anna O. Die Hysterie stand am Anfang von Freuds Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen. Der Bogen wird gespannt bis zum Mann Moses, mit dem sich Freud vor allem in seinen letzten Lebensjahren beschäftigt hat.
Moses ist in gewisser Hinsicht ein einsamer Mensch. Und auch an Freud ist eine gewisse Einsamkeit festzustellen, die mich immer berührt hat. Er hatte Freunde, er korrespondierte mit den verschiedensten Leuten, aber man hat das Gefühl, dass er innerlich einsam war, so wie Moses. Etwas Grundlegendes, das von Freud bleiben wird, ist seine Sicht vom Menschen als einem sinnlichen Lebewesen ganz allgemein. Die Existenz des Unbewussten, der Mensch als ein mit Wünschen behaftetes Wesen, die Tatsache, dass selbst der Säugling bereits in der ersten Lebenswoche oder im ersten Lebensmonat Konflikte erlebt. Viele seiner Ideen und Vorstellungen sind einfach eingegangen in das intellektuelle Erbe. Und zwar nicht nur Europas oder Amerikas. Und es bleibt natürlich noch immer eine Methode, mit der wir uns weiter auseinandersetzen und die wir weiter verfeinern und ausüben. Ich glaube, die Psychoanalyse wird das Mittel zur Erforschung der Seele bleiben. Es gibt in meinen Augen kein besseres. Und ich bin ziemlich sicher, dass man sie brauchen wird. Für mich bedeutete die Psychoanalyse einen großen zeitlichen und finanziellen Aufwand, den ich mir nur schwer leisten konnte. Ich glaube nicht, dass sie es wirklich wert war. Ich hätte vermutlich besser etwas tun sollen, das nicht so viel von meinem Leben beansprucht und keinen so großen zeitlichen und finanziellen Aufwand erfordert hätte. Wir sollten bedenken, dass viele Therapeuten, die von sich behaupten, Gegner Freuds zu sein, tatsächlich freudsche Begriffe und Vorstellungen verwenden. Freuds Ideen, wie Sie in der Ausstellung gesehen haben, sind überall. Sie sind akzeptiert. Ich habe keine Ahnung, welche neuen kulturellen oder gesellschaftlichen Entwicklungen dazu führen könnten, dass das Freudsche Gedankengebäude eine neue Relevanz gewinnt oder aber eines Todes stirbt. Der Einfluss Freuds und der Psychoanalyse auf das 20. Jahrhundert wurde zur Eröffnung der Ausstellung ganz wienerisch gefeiert. Kammermusik von Mozart, Strauss und Lanner klang durch das Foyer des Jefferson-Gebäudes, das einst nach dem architektonischen Vorbild der Staatsoper in Wien gestaltet worden ist. Wien ist auch die nächste und einzige Station der Freud-Schau auf dem europäischen Kontinent. Die Ausstellung hat viele Fragen aufgeworfen und liefert Material zur Fortsetzung der Diskussion über die Jahrtausendwende hinaus. Ein kleines Foto und ein Zitat Freuds stehen am Ende der Präsentation. Der Kampf ist noch nicht vorüber.